Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientif 5. Ich bin's wieder, euer Lord 1986, der diesen kleinen magischen, unglaublich tollen Schlüssel, der mir irgendwie fast gar nicht bekannt vorkommt, jetzt versucht an dieser tollen Kiste hier im Kinderzimmer, so habe ich es ja in der letzten Folge genannt, zu nutzen. Und damit auch noch Erfolg hat. Gott, eine Welt in der Welt. Nein, eine creepy Puppe. What the? Hinter dir. Alternative Realität. Irgendwas. Und so geht unsere weite Reise weiter Richtung Silent Hill. Ja, ich denke mal, dort werden wir jetzt hingebracht, aber erst nach dem Ladebildschirm. Scarlets Puppe. Woher? Scarlets Puppe erhalten. Okay, wir sind in der alternativen Realität nicht von Silent Hill, sondern von Shepherdsling. Wir haben mal wieder keine Karte. Und mittlerweile, oder... Ich sag jetzt mal einfach, das ist Shepherdsling, ich bin mir nicht sicher, aber... Man sieht hier offensichtlicherweise, dass das Scarlets Kinderzimmer sein soll. Meine letzte Erinnerung zufolge erhielt ich diese Puppe aus der Vitrine. Was ist nur so besonders an dieser Porzellanpuppe? Ich weiß es leider nicht. Und dass ich nur diesen einen engen Durchgang zu nehmen habe, es ist die Puppe eines kleinen Mädchens. Macht die Sache eben gerade nicht unbedingt toller. Okay, hier im Zimmer scheint es aber nichts weiter zu geben. Nee. Ey. Okay. Ihr wisst eh, was ich jetzt sagen würde und... Wer bist du denn? Josh! Aber ich guck mich jetzt hier um, denn... Wow. Josh! Josh, stop! Schrei doch nicht einfach los, ey. Das ist so schon... Oh Gott. Wir können nach links oder nach rechts gehen. Ich gehe erstmal nach links. Wir scheinen hier in irgendwelchen Minengebieten oder sowas zu sein. Also... Einfach mal... Der Hammer schlechthin. Und irgendwie erwarte ich eben gerade, dass der Boden unter mir zusammenbricht. Wo soll ich jetzt lang? Ich habe wieder zwei Wege zur Auswahl. Ich gehe einfach mal geradeaus. Nein, hier geht es anscheinend nicht lang. Und eben gerade bleiben mir so ein bisschen die Worte weg. Drüber springen. Oh! Linke Maus, komm schon, zieh! Oh Gott. Denn wir sind hier anscheinend irgendwo im... Nirgendwo... angelangt. Oh oh. Drüber springen. Und irgendwie verunsichert mich das eben gerade so ein bisschen, dass es hier nicht ein Monster gibt. Emergency. Drüber springen.
Wow, 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 wow. Hey, hey. Was ist denn jetzt los? Nein, er ist doof rübergesprungen. Was ist denn das jetzt? Nee, oder? Komm schon, befrei dich irgendwie da raus. Ist mir egal wie, aber... Nee! Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert, oder? Och nö, was ist das denn für ein nettes Feature, hm? Spiel. Guckt euch das an. Ich bin da drüber gesprungen und jetzt hänge ich da drinne fest, wo ich eigentlich drüber gesprungen sein soll. Ich kann noch nicht mal sterben oder sowas. Och Mann, nee, das ist doch Kacke. Das ist doch der größte Drecksmist, dem einem jemals eingefallen ist. Oh. Kann ich mich irgendwie selber töten? Gibt's da irgendeine Möglichkeit vielleicht für? Na, genial. Genial. Echt toll. Ja, ich komme hier nicht raus. Klasse. Yay. Hat sich gelohnt. Keine Monster, aber so hat's hier machen. Ja. Das ist genauso schrecklich wie Monster. Ich komme hier nicht raus, beim besten Willen nicht. Es gibt keinen Weg hier raus. Ich hämmere schon auf die Leertaste, aber jetzt macht er gar nichts mehr. Doch, jetzt mit einmal. Oh, vielleicht rückwärts. Nein, macht er auch nichts. Vorwärts natürlich auch nicht, weil er es nicht kann. Moment, seitwärts, da springt er doch so komisch. Nein, das geht ebenfalls nicht. Nein, ich bin gefangen in dem magischen Ventilatorschacht. Ich bin ein Frosch. Und was macht ein Frosch im Ventilator? Keine Ahnung. Ja, also sowas so Blödes. Leute, ich beende die Folge erstmal an der Stelle. Ich präsentiere die sofort nach der anderen Folge. Das heißt, ich werde mich dann wieder hier hinkämpfen und wir sehen uns dann wieder, insofern ich da drüber komme. Ich bin Hellot1986 und jetzt so ein bisschen angekotzt von dem Spiel, weil ich den ganzen Mist von vorne nochmal machen darf. Bis dann. So, ich habe mich dazu entschieden, doch noch nicht aufzuhören. Nein, ich mache direkt im Anschluss weiter. Und bin hier nochmal im Rathaus, weil ich muss ja den Speicherstand laden. Und ja, hier kann ich dieses Regal verschieben und finde dahinter dieses wunderschöne Bild. Zeichnung erhalten. Welche wir uns natürlich auch direkt nochmal im Tagebuch ansehen. Drawings. Wo ist es? Nein, das ist es. Und nehmen Sie an, und nehmen Sie, was Ihnen nicht gehört. Dann dehnt er Ihre Haut, bis sie reißt und das Blut fließt. Eine wunderschöne Anspielung auf den Film, wie ich wieder finde. Und ja, wir sehen uns da unten an dieser anderen komischen, makabren Stelle wieder. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ja. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier drüber zu springen. Und ja, ich bin auf der anderen Seite gelandet. Huhu, man darf einfach nur nicht in der Kampfhaltung hier unterwegs sein. Hier könnte ich hinabklettern. Und... Oh, hinter dir, ja, herzlichen Glühstrumpf. Falsche Waffe. Aber das ist mir dann jetzt auch egal. Was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Was hält mich fest? Was? Hä? Hallo? Geh doch! Lauf doch einfach an dem Viech vorbei! Lauf doch einfach mal an dem Viech vorbei! Der Smogmog sieht irgendwie ein bisschen komisch aus.